Deutlicher konnte die Entschlossenheit der katholischen Kirche, das faschistische Regime trotz aller Meinungsverschiedenheiten zu stützen, kaum zum Ausdruck gebracht werden. Wir werden noch sehen, dass die katholische Kirche den deutschen Katholiken ähnliche Ratschläge bezüglich der Unterstützung Hitlers erteilte. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten kamen sich Kirche und Staat allmählich wieder näher und arbeiteten später offener denn je zusammen. Den ersten Schritt in diese Richtung unternahm Mussolini, als er im Juni 1931 erklärte, Zitat, »Ich wünsche überall in diesem Land die Religion zu sehen, man solle die Kinder den Katechismus lehren, wie jung sie auch sein mögen«, Zitat Ende. Mussolini konnte es sich leisten, so zu reden. Die katholische Kirche war nach allem, was sich ereignet hatte, nur zu bereit, mit den Faschisten in den Schulen, in den Lagern und in den faschistischen Jugendheimen, in denen die Kinder vor jeder Mahlzeit ein Tischgebet aufsagen mussten, zusammenzuarbeiten. Folgendes Gebet wurde von der Kirche verfasst und verbreitet. Zitat, »Duce, ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, gesund und kräftig aufzuwachsen. Lieber Gott, beschütze den Duce, damit er unserem faschistischen Italien lange erhalten bleibt.« Zitat Ende. New York Times, 20. Januar 1938. Siehe auch Torvalds New Italy vom T.L. Gardini, Seite 195. Höchste kirchlichen Würdenträger begannen wieder, das Loblied des Duce zu singen. Kardinal Gaspari, der päpstliche Legat in Italien, erklärte im September 1932, Zitat, »Die faschistische Regierung Italiens bildet die einzige Ausnahme in der politischen Anarchie der Regierungen, Parlamente und Schulen der ganzen Welt. Mussolini hat als Erster das Chaos klar vorausgesehen, das gegenwärtig in der Welt herrscht. Er bemüht sich jetzt, die schwerfällige Regierungsmaschinerie auf dem rechten Pfad zu führen, damit sie in Übereinstimmung mit den moralischen Gesetzen Gottes arbeitet.« Zitat Ende. Schließlich war die Zeit reif zur offiziellen Versöhnung. Am 11. Februar 1932 betrat Mussolini feierlich den Petersdom und kniete zum Gebet nieder. Von nun an war das Schicksal der Kirche eng mit dem Faschismus verbunden. Die im Lateranvertrag vorgesehenen finanziellen Abkommen besiegelten die Allianz. Annähernd die Hälfte der Summe, die der Staat an dem Vatikan zu zahlen hatte, gewährte er in Regierungsobligationen. Der Papst verpflichtete sich, diese Obligationen auf 5 Jahre hinaus nicht zu verkaufen. Dadurch hing das finanzielle Wohl des Vatikans weitgehend von der Erhaltung des Faschismus ab. In den folgenden 2 Jahren, als das italienische Volk, vor allem seine Jugend, dem doppelten Bombardement der religiösen und der faschistischen Propaganda ausgesetzt war, arbeiteten Faschisten und Kirche Hand in Hand. So hatten die Schulbücher in den Grundschulen zu einem Drittel religiösen Inhalt, Katechismus, Gebete usw. Die anderen 2 Drittel bestanden aus Lobreden auf den Faschismus und den Krieg. Priester und Faschistenführer arbeiteten eng zusammen, Papst und Duce bedachten einander weiter mit Lobreden und wurden, Zitat, 2 gute Kameraden, Zitat Ende, die sich bemühten, Zitat, das Glück des Volkes zu mehren, Zitat Ende. Fußnote: Die Allianz der katholischen Kirche mit dem faschistischen Regime ging so weit, dass manche Priester von der faschistischen Partei Geld erhielten, um faschistische Ideen zu propagieren. Andere wurden sogar Agenten der faschistischen Geheimpolizei, der OVRA, sowohl innerhalb als außerhalb des Landes. Hier 2 typische Beispiele. Der Erzbischof von Gorizia, Monsignore Margotti, erhielt von Mussolini monatlich eine Summe von 10.000 Lire für die Unterstützung des faschistischen Regimes. Nach dem Krieg wurde er von jugoslawischen Partisanen zum Tode verurteilt, aber auf eine alliierte Intervention hin begnadigt und lediglich aus seiner Diözese verbannt, März 1946. Als er einige Monate später zurückkehrte, man hatte ihm großzügig die Erlaubnis erteilt, wurde er von den italienischen und den jugoslawischen Kommunisten heftig angegriffen. Er exkommunizierte darauf seine Ankläger und das Redaktionskollegium der Zeitung, die ihn angegriffen hatte. Juni 1946. Erwürden Putzi, früher römischer Korrespondent der Nachrichtenagentur NCWC, war ein Agent der OVRA. Sein Name stand auf einer offiziellen Liste von 600 OVRA-Leuten, die im Juli 1946 im amtlichen italienischen Bulletin veröffentlicht wurde. Fußnote Ende. Aber Mussolini, der alles andere als ein gläubiger Christ war, hatte den Petersdom keineswegs mit seiner Anwesenheit beehrt, weil ihm plötzlich eine Erleuchtung gekommen war. Er hatte einen Plan, zu dessen Verwirklichung er die Hilfe der katholischen Kirche brauchte. 1935 begann die erste der brutalen Aggressionen, die schließlich zum Zweiten Weltkrieg führten. Das faschistische Italien überfiel Abessinien. Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu streiten, ob Italien überbevölkert war oder nicht, ob es sich einen Platz an der Sonne erkämpfen musste oder nicht. Uns interessiert hier vor allem, welchen Anteil der Vatikan als der engste Verbündete des Faschismus an dieser Aggression hatte. Die Faschisten versuchten ihre Aggression mit der angeblichen Notwendigkeit einer Expansion zu rechtfertigen, dies war jahrelang ihre Hauptpropagandathese. Im Sommer 1935, als sich Mussolinis Absicht, Abessinien anzugreifen, immer klarer abzeichnete, wurde diese Kampagne verstärkt. Aber die faschistische Version zur Bemäntelung des Krieges wurde von der italienischen Bevölkerung mit großer Skepsis aufgenommen und fand bei ihr wenig Begeisterung. Da eilte der Papst dem Regime wieder zu Hilfe und missbrauchte von neuem seine Autorität in Glaubensfragen für politische Zwecke. Er beruhigte jene italienische Katholiken, deren Zweifel gekommen waren, ob sie die vom Duce geplante Aggression unterstützen könnten, und erklärte am 27. August 1935, als die Kampagne der Kriegsvorbereitung auf Hochtouren lief, dass ein Verteidigungskrieg zum Zweck der Expansion einer wachsenden Bevölkerung durchaus gerecht und richtig sein könne. Diese Äußerung des Papstes war der erste von zahlreichen Schriften, mit denen der Vatikan nicht nur von dem Inland, sondern auch vor dem Ausland, vor allem aber vor dem Völkerbund, der in erster Linie berufen war, die Aggression zu vereiteln, den faschistischen Überfall zu rechtfertigen suchte. Am 5. September 1935, an dem Tag, an dem der Völkerbund das Abessinien-Problem zu behandeln begann, fand in Teramo ein nationaler eucharistischer Kongress statt, an dem der päpstliche Legat, 19 Erzbischöfe, 57 Bischöfe und hunderte andere Würdenträger der katholischen Kirche Italiens teilnahmen. Man kann darüber streiten, ob dieses Zusammentreffen reiner Zufall war. Gewiss aber war es kein Zufall, dass die in Teramo versammelten Säulen der katholischen Kirche Italiens gerade zu der Zeit eine Botschaft an Mussolini richteten, als er von der gesamten Weltöffentlichkeit scharf angegriffen wurde. In der Botschaft hieß es, Zitat, das katholische Italien betet für die wachsende Größe seines geliebten Vaterlandes und schart sich geschlossener denn je um ihre Regierung. Zitat Ende. Nicht genug damit, warf der Papst selbst 2 Tage später, als die Abessinien-Debatte im Völkerbund ihren Höhepunkt erreichte, das Gewicht seiner Autorität zugunsten des Faschismus in die Waagschale. Er tat dies aufgrund zweier Überlegungen. Einmal wollte er dem Faschismus helfen, unter den unwilligen Italienern nationalistische Begeisterung für den bevorstehenden Krieg zu wecken, zum anderen wollte er die Verhandlungen im Völkerbund beeinflussen, indem er den zahlreichen katholischen Delegierten der vielen katholischen Länder den Hinweis gab, nicht gegen das faschistische Italien zu stimmen. Denn so erklärte der Papst, obgleich er für den Frieden bete, wünsche er doch, dass, Zitat, die Hoffnung und Rechte des italienischen Volkes befriedigt und in Gerechtigkeit und Frieden anerkannt werden. Zitat Ende. Am nächsten Tag, als die päpstlichen Worte noch in den Ohren der katholischen Gläubigen und der katholischen Nationen nachklangen, erklärte der Duce vor aller Welt, dass das faschistische Italien den Frieden wünsche, aber nur für einen Frieden sein könne, der auf Gerechtigkeit beruhe. Von da an verstärkte die faschistische Propaganda, sekundiert von der katholischen Kirche, ihre Paukenschläge zu einem Fortissimo. Am 3. Oktober 1935 überschritten italienische Truppen die abessinische Grenze. Ein Schrei der Entrüstung war die Antwort aus allen Teilen der Welt auf diese Schandtat der Faschisten. Nur der Papst rührte sich nicht. Ein katholischer Schriftsteller schrieb später darüber, Zitat, »Die ganze Welt verdammte Mussolini, nur der Papst nicht«, Zitat Ende. Tilling, Der Pope in Politics, Seite 129. Das italienische Volk nahm die Nachricht des Überfalls trotz der Propaganda wenig begeistert auf. Die Faschisten versuchten, ihnen einzureden, dass die Welt nicht wegen des Überfalls gegen Italien sei, man wolle vielmehr Italien in wirtschaftlicher Sklaverei halten. Unter dem fortwährenden Druck dieser Propaganda und der katholischen Kirche begann die italienische Bevölkerung, das faschistische Abenteuer Schritt für Schritt zu unterstützen. Die faschistischen Führer schwangen auf Straßen und Plätzen laute Reden, und die Bischöfe und Priester predigten mit dem gleichen Ziel in den Kirchen. Sie forderten vom Volk, den Duce zu unterstützen. Als Mussolini an die italienischen Frauen appellierte, ihre Gold- und Silberringe dem Staat zu spenden, riefen die Priester die Frauen auf, so viel wie nur irgend möglich zu opfern. Viele Bischöfe und Geistliche gingen sogar den Frauen voran und stellten den Faschisten den Juwelen- und Goldschatz der Kirche zur Verfügung. Sie boten sogar Kirchenglocken an. So erklärte der Bischof von San Miniato eines Tages, die Geistlichkeit sei, Zitat, bereit, das Gold und die Glocken der Kirche für den Sieg des faschistischen Italiens einzuschmelzen, Zitat Ende. Der Bischof von Siena grüßte und segnete, Zitat, Italien, unserem großen Duce, unserem Soldaten, die für den Sieg der Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen. Zitat Ende. Der Bischof von Nocera ließ einen Hirtenbrief in allen Kirchen seiner Diözese verlesen, in dem es hieß, Zitat, als italienischer Bürger halte ich diesen Krieg für gerecht und heilig. Zitat Ende. Der Bischof von Civita Castellana dankte in Anwesenheit Mussolinis dem Allmächtigen, dass er, Zitat, es mir vergönnt, diesen historischen und ruhmreichen Tag zu erleben, der unsere Einheit und unseren Glauben besiegelt. Zitat Ende. Der Kardinal Erzbischof von Mailand, Schuster, versuchte den Krieg gegen Abessinien dem Charakter eines Kreuzzuges zu verleihen und sagte, Zitat, die italienische Flagge bringt in diesem Augenblick im Triumph das Kreuz des Christentums nach Äthiopien, um den Weg für die Befreiung der Sklaven frei zu machen und das Land unserer Missionspropaganda zu öffnen. Zitat Ende. Siehe T.L. Gardini, Torvalds, The New Italy, Seite 138. Der Erzbischof von Neapel missbrauchte sogar das Bild der Madonna, das in einer großen Prozession von Pompeji nach Neapel getragen wurde, für die Kriegspropaganda. Veteranen, Kriegswitwen, Kriegswaisen und Faschisten zogen hinter dem Madonnenbild her. Gleichzeitig warfen faschistische Militärflugzeuge Flugblätter ab, in denen die Jungfrau, der Faschismus und der Abessinienkrieg in einen Atemzug verherrlicht wurden. Zum Abschluss der Prozession erteilte der Kardinal Erzbischof auf einem Panzer stehend der erregten Menge feierlich den Segen. Solche Dinge geschahen überall in Italien. Professor Salvemini von der Harvard-Universität hat festgestellt, dass wenigstens 7 italienische Kardinäle, 29 Erzbischöfe, 61 Bischöfe die Aggression sofort unterstützten. Und das alles im Zeichen des Konkordats von 1929, das den Bischöfen und Priestern jede politische Betätigung streng untersagte. Der Vatikan machte bei der Unterstützung der faschistischen Aggression keineswegs an den Grenzen Italiens Halt. Die Hilfeleistung wurde auch im Ausland organisiert. Die katholische Presse in aller Welt, selbst in Ländern wie Großbritannien und den Vereinigten Staaten, erging sich in Lobreden über das faschistische Italien. So schrieb der Catholic Herald, Zitat, die Sache der Zivilisation verlangt gegenwärtig die Stabilität des faschistischen Regimes in Italien. Das faschistische Regime hat viel für Italien getan, trotz seines Antiklerikalismus. Hat es die katholische Religion begünstigt? Zitat Ende. Das Haupt der katholischen Kirche in England äußerte, Zitat, um es klar zu sagen, die bestehende faschistische Herrschaft, obwohl in mancherlei Hinsicht ungerecht, verhinderte schlimmeres Unrecht. Und wenn der Faschismus, den ich grundsätzlich nicht gutheiße, dort untergehen sollte, könnte nichts das Land vor dem Chaos bewahren. Gottes Sache würde mit ihnen untergehen. Zitat Ende. Catholic Times, 18. Oktober 1935. Zur Krönung des Ganzen erklärte der Papst am 12. Mai 1936, als die Abessinier unterworfen waren, dass er teilhabe an der, Zitat, triumphierenden Freude des ganzen großen und guten Volkes über den Frieden, der, wie man hoffen und annehmen darf, ein wirksamer Beitrag, ein Vorspiel für den wahren Frieden Europas und der Welt sein wird. Zitat Ende. Den faschistischen Armeen in Abessinien folgten die Priester, Missionare, Nonnen und katholische Organisationen begannen die religiösen Vorstellungen der Abessinier auszurotten und sie durch Katholizismus zu ersetzen. Denn die italienische Flagge hatte, wie sich der Kardinal Erzbischof von Mailand vor der Öffentlichkeit ausdrückte, Zitat, den Weg für unsere Missionspropaganda freigemacht. Zitat Ende. Der Erzbischof von Tarent äußerte, als er auf einem Unterseeboot eine Messe zelebrierte, Zitat, der Krieg gegen Äthiopien sollte als heiliger Krieg angesehen werden, als ein Kreuzzug. Zitat Ende. Ein italienischer Sieg werde, Zitat, Äthiopien, das Land der Ungläubigen und Schismatiker, dem katholischen Glauben öffnen. Zitat Ende. Der faschistische Überfall auf Abessinien versetzte dem Völkerbund den ersten der schweren Schläge, die schließlich zu seinem Tode führten und den Frieden der Welt zerstörten. Es war der Beginn des großen Abenteuers, das der Faschismus Italiens, Deutschlands und anderer Nationen unternahm, um im engen Bündnis mit dem Vatikan die Weltherrschaft zu erringen. Wenige Monate nach der ersten faschistischen Aggression flackerte ein zweiter Brandherd auf, diesmal in Europa. Am 19. Juli 1936 brach auf der Iberischen Halbinsel der spanische Bürgerkrieg aus. Die Rolle Mussolinis bei der Vorbereitung und Durchführung des Franco-Putsches haben wir bereits untersucht. Der Vatikan mobilisierte die spanische Hierarchie, um Franco unmittelbar zu helfen und die italienische, um Mussolinis Hilfe für Franco zu verstärken. Wir können uns hier darauf beschränken, an einigen Beispielen zu zeigen, mit welcher Begeisterung die katholische Kirche zu dieser Zeit Mussolini huldigte. Anfang Januar 1938 baten 60 Erzbischöfe und Bischöfe und 2000 Priester nach einer Feierlichkeit auf dem Lande von Mussolini empfangen zu werden. Sie marschierten mit Kirchenfahnen an der Spitze des Zuges zum Grab des unbekannten Soldaten und zum Ehrenmal der, Zitat, in der faschistischen Revolution gefallenen Helden, Zitat Ende. Als sie schließlich vor dem Duce standen, brachten sie in lauten Beifall aus. Der Erzbischof von Undino verlas eine Botschaft, in der es unter anderem hieß, Zitat, Duce, möge Gott Sie beschützen, wir alle richten unsere Gebet an ihn, damit er Ihnen hilft, alle Schlachten zu gewinnen, die Sie so weise und energisch für den Wohlstand, die Größe und den Ruhm des christlichen Roms, soll heißen katholischen Roms, des Zentrums der Christenheit, soll heißen Heidentums, der Hauptstadt des römischen Imperiums, führen, Zitat Ende. Schließlich verlas ein Geistlicher eine Erklärung, die zuvor von der Versammlung gebilligt worden war. Sie brachte wiederholt den Willen der Erzbischöfe, Bischöfe und Priester zum Ausdruck, mit dem faschistischen Regime zusammenzuarbeiten und versprach Unterstützung, Zitat, sowohl bei der Weizenkampagne als auch bei der Eroberung des Imperiums, damit Italien geistig, wirtschaftlich und militärisch darauf vorbereitet ist, seinen Frieden, lese Kreuzzug, gegen alle Feinde seiner imperialen Macht zu verteidigen, Zitat Ende. Die Erklärung endete, Zitat, möge der Segen des Himmels über sie kommen, die Geistlichkeit Italiens erfleht für ihre Person, für ihr Werk als Gründer des Imperiums und des faschistischen Regimes den Segen des Herrn. Fragt sich nur welchen. Duce, die Priester Christi, erweisen ihnen ihre Ehrerbietung und schwören ihnen Treue. Zitat Ende. Die Geistlichen riefen im Sprechchor, Duce, 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 Zitat Ende. Als Mussolini schließlich das Wort ergreifen konnte, erklärte er, die Zusammenarbeit zwischen der katholischen Kirche und dem Staat habe für beide Seiten Früchte getragen. Er sprach, Zitat, mit dem Gefühl tiefster Dankbarkeit, Zitat Ende, von der, Zitat, wirksamen Mitarbeit des Klerus im Abessinischen Krieg, wobei ich vor allem an die Beispiele von Patriotismus denke, die viele italienische Bischöfe zeigten, als sie ihr Gold den örtlichen Stellen der faschistischen Partei überbrachten, und an die Priester, die den Widerstandswillen und die Kampfbereitschaft des italienischen Volkes stärkten. Zitat Ende. Die Erzbischöfe und Bischöfe brachen von neuem in begeisternden Beifall aus und riefen abermals im Sprachchor Duce, 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 Corriere de la Sierra vom 10. Januar 1938. Zu der Zeit, als der spanische Bürgerkrieg in sein kritisches Stadium getreten war, schickte der italienische Klerus Gebete gen Himmel, die Mussolini helfen sollten, die von ihm, Zitat, so weise und energisch unternommenen Schlachten, Zitat Ende, zu gewinnen. Zur gleichen Zeit ermordeten faschistische Agenten systematisch italienische Bürger, die bereit waren, als Freiwillige die spanische Republik zu verteidigen, und arbeiteten mit illegalen französischen Faschisten zusammen, um den Nachschub für die Republik zu sabotieren. In einem Gerichtsverfahren gegen frühere italienische Faschisten, das im Januar 1945 in Rom stattfand, wurde festgestellt, dass sich die faschistische Regierung damit beschäftigt hatte, durch Einschleppung von Bakterienkulturen, Krankheiten und Seuchen unter den republikanischen Truppen zu verbreiten. Zitat, Graf Ciano, Mussolinis Schwiegersohn, war der Hauptanstifter einer ganzen Serie von Morden, Schiffsuntergängen und Zugunglücken. Er organisierte eine Verschwörung, die Krankheitsbazillen während des Spanischen Bürgerkrieges unter den Regierungsanhängern verbreiten sollte. Emanuele erwähnte, dass in Marseille ein Individuum, inzwischen als Capitano Betrogami, der italienischen Geheimpolizei entlarvt, Bakterienkulturen erwarb, sie sollten in Verpflegungstransporte nach Barcelona eingeschmuggelt werden. Zitat Ende. Daily Telegraph vom 1. Februar 1945. Von 1936 bis zum Ende des Spanischen Bürgerkrieges herrschten zwischen Kirche und Staat harmonische Beziehungen. Gelegentliche Differenzen hatten keine tiefen Wurzeln und dienten lediglich zur Verschleierung dieses Teufelsbundes. So protestierte der Papst zum Beispiel gegen einige antisemitische Gesetze, weil sie auch die Heirat mit christlichen Juden verboten, stellte aber im gleichen Atemzug ausdrücklich fest, Zitat, wir erklären offen, dass nach Gott unsere Würdigung und unser Dank vor allem jener hochgestellten Persönlichkeiten gilt. Wir meinen den sehr ehrenwerten Souverän und seine unvergleichlichen Minister. Nichts liegt uns ferner, als der Gedanke, einen Streit zu beginnen. Zitat Ende, Papst Pius XI. In seiner Weihnachtsbotschaft 1938. Wenige Monate später starb Pius XI. Kardinal Pacelli wurde am 12. März 1939 zum neuen Papst gewählt und nahm den Namen Pius XII. an. Der Thronwechsel des höchsten geistlichen Würdenträgers der katholischen Kirche änderte nichts an der Einstellung des Vatikans zum Faschismus. Warum auch? Der neue Papst hatte ja bereits 10 Jahre lang die Außenpolitik des Vatikans geleitet und war, vor allem, wie wir noch sehen werden, an der Machtergreifung Hitlers maßgeblich beteiligt. Er unterschied sich von seinem Vorgänger lediglich darin, dass er ein geschickterer Diplomat war. Als der neue Papst sein Amt antrat, erließ Mussolini ein Dekret über die Ausweisung von mehr als 69.000 Juden aus Italien. Pius XII. Schwieg dazu. Einige Wochen später überfiel das faschistische Italien Albanien. Der Papst protestierte aber nicht etwa, weil die Faschisten heimtückisch in ein Land eingebrochen waren, sondern weil sie die Aggression an einen Karfreitag begonnen hatten. Ende April 1939 empfing der Papst eine Botschaft, die so geheim war, dass er sie nach Angaben seines Biografen Rankin nur seinem Staatssekretär zu lesen gab. Darauf begann im Vatikan eine fieberhafte Aktivität, eine diplomatische Unterredung, vor allem mit den Vertretern Polens, Frankreichs und Deutschland jagte die andere. Wenige Wochen zuvor hatte Hitler seinen tödlichen Schlag gegen die Tschechoslowakei geführt. Der Sturm des Krieges näherte sich mit rasender Geschwindigkeit. Am 1. September 1939 überfiel Hitler Deutschland-Polen. 2 Tage später erklärten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Der Papst machte einige Friedensangebote, aber ohne Erfolg. Als Polen zerschlagen war, legte sich eine unheilsschwangere Stille über Europa. Pius XII. Hofierte weiterhin das faschistische Regime in Italien. Zum Abschluss des schicksalsschweren Jahres überraschte er die Welt durch eine einmalige Geste. Er empfing den König und die Königin feierlich im Vatikan und erschien kurz darauf im Quirinal zum Gegenbesuch. Der Papst wünschte aus verschiedenen Gründen, das faschistische Italien aus dem Krieg herauszuhalten. Er wollte nicht, dass sich die Feindseligkeiten ausdehnten und sich die Situation hinsichtlich der Westmächte komplizierte, solange eine Friedenschance bestand. Weiter lag ihm daran, dass Italien erst dann in den Krieg eingriff, wenn er sich gegen die Sowjetunion richtete. Schließlich hätte sich ja die katholische Kirche auch in einer wenig beneidenswerten Lage befunden, wenn der Faschismus in Italien infolge einer militärischen Niederlage oder durch eine Revolution im Inneren zusammengebrochen wäre. Unmittelbar nach dem Angriff Deutschlands auf Polen brachte der Vatikan der italienischen Regierung sein Wohlwollen zum Ausdruck, dass Italien neutral geblieben war. Graf Ciano erzählte Pater Tacchi Venturi, einem jesuitischen Mittelsmann zwischen Mussolini und dem Vatikan, dass es Italien Absicht sei, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Am 29. Februar 1940 erklärte er dem päpstlichen Nuntius in Italien, Zitat, »Ich habe den Eindruck, dass eine große Offensive bevorsteht. Deutschland wird große Anstrengungen unternehmen, uns in den Krieg hineinzuziehen«, Zitat Ende. Das Friedenswerk des Heiligen Stuhls in Italien, herausgegeben von Vatikan im Juni 1945. Am 24. April 1940 richtete der Papst ein Handschreiben an Mussolini, in dem er ihn bat, dafür zu sorgen, dass Italien nicht in den Krieg hineingezogen würde. Unterdessen bereitete Hitler den Angriff auf den Westen vor und schickte Ribbentrop nach Rom, um den Vatikan über den Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion zu beschwichtigen. Als Hitler die Niederlande und Belgien okkupierte, protestierte der Papst in milder Form. Er schrieb an den belgischen König und an die niederländische Königin, dass er die willkürliche Besetzung ihres Landes missbilligte. Hitler forderte daraufhin Mussolini auf, den Papst zum Schweigen zu bringen. Der Duce kam diesen Verlangen durch Androhung von Repressalien und unter Berufung auf den Artikel 24 des Lateranvertrages nach. Der Osservatore Romano, das offizielle Organ des Vatikans, hörte in der Tat auf, politische Artikel zu veröffentlichen. Die erste Mitteilung über den Entschluss der italienischen Regierung, in den Krieg einzugreifen, gab der faschistische Unterstaatssekretär am 22. Mai 1940 dem Erzbischof Borgongini Duca. Sie wurde am 28. Mai von Graf Ciano wiederholt. Einige Wochen später, am 10. Juni 1940, als Frankreich bereits am Boden lag, ließ Mussolini seine Truppen in Südfrankreich einrücken und zog auf diese Weise Italien in den Krieg. Wieder schlug sich die katholische Kirche unverhüllt auf die Seite des Faschismus. 9 Tage nach der Kriegserklärung äußerte der Papst auf einem Empfang einige hundert neu verheiratete Paare, es sei, Zitat, ihr Pflicht, für das Land zu beten, das durch den Schweiß und das Blut der Vorfahren fruchtbar geworden, nunmehr erwartet, dass seine Söhne ihm treulich dienen, Zitat Ende. Am 4. September 1940 wandte sich der Papst an 5000 Mitglieder der katholischen Aktion und ermahnte sie, bereit zu sein, ihr Leben für das Vaterland zu opfern. Als Mussolini Griechenland überfiel, hüllte sich der Papst in Schweigen und enthielt sich jeder Verurteilung dieser neuen Aggression. 2 Tage später jedoch, am 30. Oktober, gewährte er 200 italienischen Armeeoffizieren in Uniform, Zitat, den Repräsentanten der italienischen Armee, Zitat Ende, eine Audienz und erklärte, es sei ihm eine besondere Ehre, Männer zu segnen, Zitat, die ihren geliebten Vaterland in Treue und mit Liebe dienen, Zitat Ende. Am 4. Februar 1941 empfing er 50 deutsche Fliegeroffiziere und 200 italienische Soldaten, alle in Uniformen, und stellte fest, dass er, Zitat, glücklich ist, sie zu begrüßen und zu segnen, Zitat Ende. Im Mai 1941 empfing Pius XII. Den Herzog von Spoleto, am Vorabend seine Ausrufung zum König von Kroatien. Einen Tag nach der Zeremonie erschien eine kroatische Delegation beim Papst, angeführt von dem faschistischen Diktator Kroatiens, Ante Pavelic. Von eben jenem Pavelic, der in Frankreich wegen seiner Teilnahme an der Ermordung des Königs von Jugoslawien 1934 zum Tode verurteilt worden war.